Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage. Und ich will auf eine Community-Frage eingehen von der Annette Klawitter. Annette, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns an deiner Überlegung und an deiner Fragestellung teilhaben zu lassen. Ist zwar ein bisschen ein spezielles Thema, aber eins, was wo jeder, glaube ich, im Laufe seines Investorenslebens mal drauf stoßen kann, und dann ist es irgendwie gut, vorbereitet zu sein. Ja gut. Also Dianette schreibt: Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die Profis. Fällt mir immer schwer, mich selbst als Profi zu bezeichnen, aber in Finanzierungsdingen, worum es dann geht, kann ich wahrscheinlich was beitragen. Also hallo zusammen, ich habe eine Frage an die Profis. Ich habe die Möglichkeit, eine interessante Wohnung zu kaufen. Die Eigentümer sind betagt und wollen als Mieter drinbleiben, wollen das aber als Wohnrecht oder ähnliches gesichert haben. Damit würde die Wohnung ja fast unverkäuflich, bis beide gestorben oder ins Heim gezogen sind. Das muss man übrigens darauf achten, wenn es ein lebenslanges Wohnrecht gibt, dann erlischt das nicht automatisch, wenn jemand ins Heim zieht, weil er lebt ja noch. Man kann allerdings regeln, dass ein Wohnrecht erlischt, wenn halt eine dauerhafte Heimunterbringung notwendig und wahrscheinlich ist. Aber das, da kann ein Anwalt oder Notar mehr zu sagen. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Lebenslanger Mietvertrag würde mir noch einfallen, aber was ist, wenn wir die Wohnung eventuell in 10 Jahren wieder verkaufen wollen und die beiden leben noch? Wäre ja schön für sie, stimmt. Oder einer muss ins Pflegeheim, dann ist die Wohnung eventuell nicht mehr bezahlbar. Was sagt die Bank zu sowas? Das ist doch sicherlich wertmindernd. Ich hoffe, viele Gedanken zum Thema. Naja, gut, also grundsätzlich, wenn jetzt. Also jetzt mal noch diese Fragestellung, wenn einer ins Heim muss, dann ist die Wohnung nicht mehr bezahlbar. Also wenn jemand ein grundbuchliches Wohnrecht hat, dann ist das üblicherweise unentgeltlich. Du kannst das eventuell vertraglich anders regeln, da wie gesagt wieder eher das Thema Fachanwalt oder Notar. Aber grundsätzlich, wenn jemand ein Wohnrecht hat, hat er dann das Recht, unentgeltlich da drin zu wohnen. Also das ist jetzt. Muss man sich ein bisschen mit den Details auskennen. Ja, was sagt die Bank zu sowas? Was die Bank dazu sagt, ist aus meiner Sicht strategisch sehr, sehr wichtig zu wissen. Und das, ja, und dann die zweite Frage, das ist doch sicherlich wertmindernd. Ja, ein Wohnrecht ist eine wertmindernde Eintragung in Abteilung 2 des Grundbuchs. Da wird das eingetragen. Stellt definitiv in eine Wohnung, die nicht normal am Markt vermietet werden kann, sondern wo festgeschrieben ist, wer ist da als Mieter drin und der bezahlt idealerweise nichts, ist natürlich weniger wert als eine Wohnung, die entweder irgendwie vermietet ist und laufenden Ertrag generiert oder bestenfalls sogar eine freistehende Wohnung in einer guten Lage. Es läuft jetzt, da können dann gleich die ganzen Gutachter unter das Video schreiben, dass das akademisch falsch ist, was ich erzähle, oder sich dann auf ihrem Gutachterstammtisch ein bisschen das Maul drüber zerreißen. Aber ich versuche es mal so darzustellen, dass es irgendwie greifbar ist. Und das sind jetzt wirklich für ganz aus der Luft gegriffene Beispiele. Ich will es nur veranschaulichen. Also wenn jetzt bei einer vermieteten Immobilie hängt ja der Wert der Immobilie von der Ertragskraft der Immobilie ab. Sprich, die jährlich erzielte Miete oder beziehungsweise die auch marktüblich erzielbare Miete, wenn das differiert, dann muss dann Durchschnittswert angenommen werden. Also die Wohnung hat irgendwo einen Jahresertrag. Dann gibt es einen sogenannten Marktpreisfaktor, wo dann schaut, jetzt Immobilien, die werden, oder Regionen, da werden die Immobilien ungefähr zum 10-fachen der Jahresmiete gehandelt. Es gibt auch Regionen, da werden sie zum 30-fachen gehandelt. Also guckt jetzt erstmal normalerweise eine Bank in der Wertermittlung, wie ist der jährliche Ertrag der Immobilie, multipliziert das mit dem, was sie als gängigen Faktor ansehen in der Region und kommt dann auf irgendeinen Beleihungswert oder auf eine entsprechende Wertermittlung.
Da ist es häufig, die einen oder anderen von euch werden das in der Praxis kennen, dass manchmal die Bank als nachhaltigen Marktpreisfaktor was wesentlich Geringeres annimmt als das, was heute üblich ist. Es ist auch mal was, wo man drüber nachdenken kann. Aktueller Verkehrswert und langfristiger Beleihungswert. Aber gut, grundsätzlich macht die Bank erstmal eine Wertermittlung. Wenn es dann so ist, dass aufgrund von Wohnrechten, Nießbrauchrechten, wie auch immer, es so ist, dass anzunehmen ist, hier schreibst du ja von betagten Leuten, wenn jetzt anzunehmen ist, dass über einen bestimmten Zeitraum die Miete, der Ertrag dieser Wohnung ausfällt, dann wird natürlich dieser Mietausfall, der da auf die nächsten Jahre kalkuliert ist, vom Immobilienwert abgezogen, den es ohne dieses Recht hätte. Also angenommen, du bist jetzt in einer Region, wo die wo Wohnraum üblicherweise zum 20-fachen des jährlichen Ertrags gehandelt werden und du hast dann jemanden, einen 70-Jährigen, der ein Wohnrecht eingetragen hat oder der ein Wohnrecht hat in dieser Immobilie im Grundbuch und die Bank geht davon aus, dass die durchschnittliche Lebenserwartung bei 80 Jahren liegt, dann bedeutet das, dass in dieser Wohnung sehr wahrscheinlich noch 10 Jahre jemand drin lebt, der keine Miete zahlt. Und wenn jetzt die Wohnung üblicherweise das 20-fache der Jahresmiete wert ist und davon aber 10 Jahre keine Miete gezahlt wird, dann ist die Wohnung nur die Hälfte wert. Wenn derjenige schon 75 ist, dann zieht die Bank halt ein Viertel ab. Und wenn der erst 65 ist und die Bank glaubt, es gibt die nächsten 15 Jahre keine Miete, dann zieht sie halt 75% ab. Wichtig, das ist jetzt nicht die exakte Methode, das sind auch nicht die exakten Werte. Ich wollte jetzt nur an dieser Stelle das veranschaulichen, worum es grundsätzlich geht. Es gibt eine grundsätzliche Wertermittlung, ein Ertragswertverfahren. Und je größer der Zeitraum ist, in dem aufgrund der wertmindernden Eintragung in Abteilung 2 des Grundbuchs keine Miete zufließt, umso größer ist halt der Abschlag, den die Bank nimmt. Das Ganze nennt man dann Kapitalisierungsfaktor. Wer genaueres dazu wissen will, kann eine Gutachterausbildung machen oder eine Bankausbildung. In der Bankausbildung lernt man das irgendwann im zweiten Lehrjahr, glaube ich. Ja, und ich würde das tatsächlich auch dahingehend so angehen, dass ich auch mit den Verkäufern bespreche. Ja, ich will halt, ich will das mit euch machen, ich will das auch kaufen, bringst dir aber drauf so, das hat für mich gewisse Nachteile, dann kannst du mir ja den Vorschlag machen. Ich stelle das meiner Bank vor, die bewerten das mit allen Abschlägen und dann das, was dann die Bank als Wertminderung ansieht und was sie als Abschlag ansieht zum normalen Marktpreis, das kann man dann ja wirklich als Kaufpreis mit den Eigentümern entsprechend ausverhandeln. Für die ist ja auch gut. Die sind die Verantwortung der Immobilie los, können weiter für laut drin wohnen. Ist ja für die ein gutes Geschäft. Und jetzt, das ist, aber da verlasst euch bitte nicht auf mein Wort, sondern rechnet selber nach. Aber wenn ihr die Methode so anwendet und nehmt einfach das, was die Bank euch dann als Objektwert einwertet als Grundlage für die Kaufpreisverhandlung. Die Bank macht mit Sicherheit, weil Banken müssen konservativ rechnen, die Bank nimmt sicherlich einen größeren Wertabschlag, als die Wertminderung tatsächlich ist mal meine subjektive Meinung. Aber eine Bank ist ja, also wenn man jetzt mit den Eigentümern in Kaufpreisverhandlungen tritt, die Bank ist ja irgendwo ein sachkundiger Dritter, dessen Meinung man mal irgendwo als Argument vorbringen kann. Und dann ist ja das Geschäft auch nicht gar nicht so schlecht. Also selbst wenn ich keine Miete habe, habe die ganzen Wertminderungen und alles Mögliche. Ist ja so schlimm auch nicht, weil wenn man mal drüber nachdenkt, wenn man jetzt extrem günstig einkauft, eine klare Perspektive hat, dass irgendwann diese Immobilie dann Ertrag und natürlich einen signifikant größeren Ertrag als im Moment abwirft, dann habe ich ja einen echten Wertzuwachs und diesen Wertzuwachs habe ich dann üblicherweise nach 10 Jahren steuerfrei. Also der Deal ist an sich gut, oder das kann ein guter Deal sein. Das kriegst du auch in der Bank finanziert, wenn du es richtig machst. Und dann rechnet sich das am langen Ende auch. Wichtig ist natürlich, wenn jetzt ein Banker hört Wohnrecht und in Abteilung 2 steht irgendwie was, so da hat er meistens auch keinen Bock drauf und versucht das erstmal loszuwerden. Weil die Statistik halt auch einfach zeigt, dass solche Gestaltungen meistens schief gehen, weil da zu viele
rechtliche Unkenntnis drin ist, manchmal noch irgendwelche emotionalen Variablen. Aber wenn ich den Deal gut vorbereite, dem Banker gute Unterlagen gebe und auch ein schlüssiges Konzept, was mit der Immobilie geschehen soll, also dann gibt es da auch üblicherweise Geld für.